Scheint, als sei die Toilette verstopft. Kein Schollenspülen mit einer verstopften Toilette. Keine Chance. Besser nicht. Die Toilette nicht frei, ist immer scheiße. Ja, so ein bisschen. Steak, hast du vielleicht eine Idee? Wie ich das hier hinkriege. Toilette frei kriege. Zum Schollenspülen brauche ich ja eine freie Toilette. Ich kriege aber keine frei. Dabei habe ich aktuell das hier. Krieg weder das Mais gepoppt, gerade aktuell. Das Stempelkissen für das Dings hier. Eine Goldkette machen weiß ich auch nicht. Und ein paar Butter. Ja, der Fisch muss ins Klo. Das Problem dabei ist, du brauchst erstmal ein freies Klo. Dieser sagt er ja auch, wenn er hier halt, ich glaube, einer. Scheint, als sei die Toilette verstopft. Kein Schollenspülen mit einer verstopften Toilette! Keine Chance! Problem erkannt. Von dem Geil kriegt man ja auch nichts. Wir wissen nicht, wie ich den irgendwie wegkriegen kann, dass ich Schild kriegen kann. Nee, es wäre zu einfach. Da kriege ich auch nichts, weil ich kein Acme-Produkt habe. Beziehungsweise weiß ich, wie ich irgendwie reinkomme. Hier weiß ich auch nicht, wie ich weiterkomme. Der Wolf will den Chardonnay haben, den man gewinnen kann. Was ich aber auch nicht machen kann, weil ich keinen Hammer habe. Achso, ja, das ist doof. Ja, was zum Anziehen haben, was ich cool Kostümverleih kriege. Hier drüben fehlt mir Magnet, damit ich ausziehen kann. Ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Ich will Popcorn haben. Dürfte ich Ihrem Kraftometer mal einen verplecken? Klar, nur zu! Hier ist Ihr Glückshammer! Den Mais habe ich ja schon. Das Problem dabei ist, ich krieg den nicht irgendwie gekocht, weil ich keinen nichts habe zum. Ja, zum Kochen. Girly Man! Hammer kann ich auch nicht mitnehmen, das ist das Problem dabei. Ich komme in die Maschine rein, weil ich dafür erst ein Wegbeam-Produkt brauche. Oh, was für ein Pech. Und das war so knapp. Da probier ich es noch mit Bären. Guten Tag und vielen Dank.
einen schönen Tag, Hellemal, mein Herr. Hellemal, prädige Tag auch, mein Herr. Oh Mann, wie ich es hasse, wenn Leute sich einschleimen wollen. Besonders bei Milcherzeugnissen. Und wie geht es unter der wunderbare Freund Van Dag? Prädige Tag, Hellemal und so. Dank, wunderbar das Wetter, nicht wahr? Wie sagten Sie, heißt dieses Orgelmodell nochmal? Dies ist eine Hamener Pipe-Orgel, die beste in ganz Niedlingen. Was mir da gerade aufgefallen ist, das könnt ihr vielleicht auch noch hier vor uns sehen. Zum Bahnhof rollen. Tja, wie heißt das jetzt? Ich meine, Grüzi nur andersrum. Na, ist ja auch egal. Wenn man sich die Orgelpfeifen anguckt da oben. Hier. Gucken wir es nochmal. Das hat angefangen mit Rot. Das Gelb. Gleich. Rote, gelbe. Wie lang? Haben wir echt nur bereiten? Ach, das hier. Ist die Mausefalle. Damit habe ich die Maus platt gemacht. Er hat gesagt, er ist ein Viertel. Nee, was war das nochmal? 31% war er Holländer, Viertel Schweizer und glaube ich ein Drittel Ihre oder Schotte. Ach ja, vielleicht kann ich mit dir was reden. Wir sind wieder da. Irgendwas ist anders an Ihnen. Jetzt weiß ich's. Sie waren doch früher pink. Nein, das war er. Oh mein Gott, oh Gott. Entschuldigung. Manchmal bin ich aber auch so ein Dummerchen. Aber manchmal. Könnten wir vielleicht einen Ihrer Mitorama-Gutscheine irgendwie abstauben? Tut mir jetzt irgendwie leid. Ich hab sie alle verteilt. Gutschein ist irgendwie nicht. Lesen Sie immer noch dieses Buch mit den unlösbaren Rätseln? Aber sicher. Ich lege ein Buch nur aus der Hand, um mir irgendwie ein neues zu schnappen. Tja, dann mal bis später, irgendwie, Miss Schnitt. Ja, sicher. Bleiben Sie cool. Bis. Hallo, Fröschlein. Hallo, Freunde. Meinst du? Habt ihr nicht irgendwo noch ein Klümpchen Teig übrig? Im Gefrierschrank oder so? Nada, nix, gar nust. Wenn wir keine Butter bekommen, bleibt Niedlingen völlig unbeteigt. Weh mir. Du meinst weh ihm. Hab ich doch gesagt. Oder hab ich nicht? Und ihr Jungs seid sicher, dass Reh gekidnappt worden ist? Ich habe keinen Zweifel daran, mein Freund. Ihr kennt Reh nicht. Singen und backen war sein ganzes Leben. Er würde nicht freiwillig aus der Bäckerei weggehen. Niemals. Nie. Widerlust hat ihn ganz bestimmt. Also, wir sehen uns noch. Viel Glück, Freunde. Musik
irgendwer noch eine Idee? Butter gibt es in der Scheune, dafür muss aber das Automat wieder hergestellt werden, der kaputt ist, da ist irgendwas rausgeflogen. Das wird wahrscheinlich im Heuhaufen sein, wo ich auch was das rausziehen kann. Ja. Genau. Die habe ich von dir gekriegt. Das ist die lächerlichste Konstruktion, die ich je gesehen habe. Bla bla bla. Olliges Trickreich. Wo man selten nur hört, von Verstand ungestört, wo als Leibspeis ich seh, Mango-Diesel-Soufflé. Eure Nationalhymne? Jau! Heimat der Verwirrten! Yeah. Danke, Foxy! Reklame für einen Ratewettbewerb der Firma Wackme. Guck mal das, die Personen denn. Das gibt eine Ahnung, das funktioniert mir drüber. Blablabla, okay. Du hast alles schon gehört. Dann guck, von da soll es echt kein Problem sein, das zu bestehen.